Ja, meine Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Wir reden heute über die Werder-Doku, Folge 1 bis 4. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, in den Kommentaren auch eure Meinung zur Werder-Doku in die Kommentare zu schreiben. Wie fandet ihr es bis jetzt? Nächste Woche wird es dann nochmal ein finales Fazit geben. Achtung, Spoiler auch für die Leute, die noch nicht geguckt haben. Ich werde vielleicht mit Sicherheit ein, zwei, drei Details sagen, die in der Doku vorkommen. Dennoch. Auch da muss man zu diesen Spoiler-Sachen sagen, das müsst ihr einfach selber gesehen haben. Also unabhängig auch, ob ihr schon irgendwas mitbekommen habt und so. Unfassbar gut. Aber kommen wir gleich zu Folge 1 bis 4, gehen wir durch. Und jetzt der zweite Punkt. Heute haben wir auch noch eine Nachricht aus der Community erhalten, aus Amerika, die ich euch gleich vorlesen werde. Aber erst nach dem Fazit, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Liebe Grüße jeden Tag aus an den guten Tom. Jetzt aber erstmal zur Werder-Doku. Also, erstmal muss ich sagen, allgemein mag ich Fußball-Dokus sehr, sehr gerne. Egal ob, es gibt die verschiedensten Vereine, die es schon gemacht haben. Köln hatte das zum Beispiel auch gemacht. Die Bayern haben es gemacht. Egal ob auf DAZN, Amazon, Sky und wo die nicht alle auch schon liefen. Ganz, ganz crazy, was man da aber auch alles für eine Vielfalt machen kann. Oder auch bei Maradona zum Beispiel, ich weiß, wer die von euch gesehen hat. Das war ja auch so ein Einblendungsspielfilm mit eben Geschichte, History und so. Sehr, sehr geil auch gemacht. Aber ja, die Werder-Doku ist auf DAZN am Laufen. Und wer jetzt überlegt, soll ich mir DAZN für die Doku machen, ja oder nein? Ich persönlich kann auch Stand jetzt einfach nur sagen, definitiv zu 100% würde ich diese Doku machen, also dieses DAZN-Abo machen, wenn ich DAZN nicht hätte, allein um diese Doku zu sehen. Ich finde, da ist für jeden was dabei. Es sind Einblicke, die du so niemals siehst. Es ist ein, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ein Fußballerlebnis, der dich sofort packt, weil du halt einfach diese ganzen schweren Jahre als Werder-Fan ja auch jetzt mitgemacht hast. Und gerade am Anfang der Doku merkst du halt einfach nochmal dieses Feeling, wie ist man eigentlich in die Zweitligasaison reingegangen. Du hast unfassbare tiefe Einblicke, die man so gar nicht sehen kann. Und vor allen Dingen wird einem nochmal klar, dass da eben auch wenn man ja weiß, hinter den und den Leuten steckt auch ein Mensch und sind auch Menschen hinter. Es ist trotzdem so, dass wenn du diese Dokus guckst, bist du nochmal anders mit den Leuten verbunden. Du hast einfach wieder dieses Gefühl auch. Das ist jetzt nicht nur der und der, sondern da ist auch der Mensch hinter. So. Und manchmal ist es halt auch so, das ist auch Gewohnheit, das ist ganz klar, dass du nur noch diese Figur siehst, in dem Sinne. Gerade vor der Zweitliga-Saison, ich glaube, wir wissen alle auch, wie Frank Baumanns Stand da war, bei mir ja auch. Bei mir auch. Nach dem Abstieg habe ich ja auch damals dieses Video gemacht mit der Abrechnung von Frank Baumann. Stehe ich auch zu, weil ich sage, nach dem Abstieg war einfach Endlevel. Das war alles zu viel. Man hätte auch von da aus gesehen alles auf null aufdrehen können und dann neu aufbauen können. So, man hat sich für einen anderen Weg damals entschieden und dann geht man den aber auch als Fan mit. So ist es halt. Und Frank Baumann hast du halt auch nochmal auf ganz, ganz andere Art und Weise in dieser Doku kennengelernt. Fängt an mit Transfergesprächen, fängt an mit Fragen für Verkäufe von Markus Anfang, der eine sehr direkte Art hat, was man auch schon vorher so kannte, ein Stück weit, der auch Frank Baumann gefragt hat, immer wieder, ja, wie sieht's aus? Kommt für Toprak ein Angebot, dann ist der weg. Können wir uns das überhaupt leisten? Selbst wenn jemand nur sagt, ich nehme den ab, um diese Gehaltsgefüge loszuwerden. Frank Baumann sagt, ja, im Prinzip, auch wenn wir nicht den und den Spieler abgeben oder wenn das und das nicht läuft, bin ich in 2 Tagen nicht mehr da. Und da hat man halt auch den Ernst der Lage gemerkt, ne? Es war ja auch so. Wo macht er Transfers oder gibt Spieler ab, kauft Spieler, die am Ende nicht funktionieren, wird jeder ihn im Prinzip absägen wollen. Und dann würde er auch fliegen. Er war ja absolut eh schon angezählt vor der Zweitligasaison. Aber du hast halt diese tiefen Einblicke bekommen. Und die hattest du halt vorher nicht. Vorher kennst du halt nur die Presseartikel, du kennst vorher nur dies und das und da Gerät und hier. Und in dem Fall hast du halt wirklich Einblicke in dieses Büroleben, sag ich mal, bekommen. Was mich total gefreut hat, das auch mal so zu sehen. Also auch so, wie wird über die Spieler da gesprochen? Das ist halt wirklich auch wieder so, du hast direkt dieses Feeling auch, wenn du mit deinen drei, vier Freunden zusammensitzt und darüber redest, ey, macht der und der Spieler eigentlich noch Sinn? Findet ihr den gut, will den verkaufen und so weiter? Und so hat das irgendwie auch gewirkt, ne? Nur natürlich auf einer professionelleren Ebene. Aber dennoch saßen da ein paar Leute zusammen, die am Ende abwägen mussten zwischen einmal wirtschaftlich und einmal spielerisch.
Was macht da alles Sinn für Werder eben, ne? Und am Ende zählt auch nur Werder. Werder muss an erster Stelle stehen. So. Und auch der Wiederaufbau. Markus Anfang, auch einer der, der, wie soll ich sagen, Eckpfeiler von denen, die immer wieder betont haben, auch im intern, Leute, ihr müsst das verstehen, auch im Stadion und so weiter, die Leute sind unzufrieden, weil die es nicht verstanden haben, wo wir gerade sind. Die sind noch bei Werder Bremen da und hier, aber man muss erst mal in der zweiten Liga ankommen. Wo man aber auch so dachte, gerade damals, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, dass alle gesagt haben, ey, was ist das von der ganzen Geschäftsführung? Immer Neuaufbau, Neuaufbau, Wiederaufbau, Wiederaufbau, aber du hörst nie so das und das Ziel. Dabei haben die intern, gerade im Laufe der Folgen wird man das dann raushören, dass dann auch gesagt worden ist, man hat natürlich intern das Ziel gehabt, im Winter an einem Punkt zu sein, wo die oberen Ränge nicht zu weit weg sind, weil man gehofft und gewusst hat, dass die Rückrunde besser wird. So, gerade auch vor allem gehofft hat nochmal. Ich glaube, in Folge 3 war das auch, wo das nochmal betont worden ist. Und das fand ich halt unfassbar gut. So, das fand ich halt auch geil, einfach mal zu hören, dass auch wenigstens, klar, manchmal gehen auch, also extern Sachen raus, die vielleicht so und so gemeint sind oder um halt auch die Presse und alles so ein bisschen ruhig zu halten. Aber wenn intern dann die Ziele so formuliert werden, dann ist das was Gutes. Zeigt aber natürlich auch wieder, und bei dem Thema waren wir auch schon 100 Millionen Mal, es ist halt manchmal auch so, dass Manager, dass Trainer, dass Spieler in Interviews Sachen sagen, wo du nicht zu viel Wert drauf legen kannst. Weil es immer Optionen im Fußball gibt, die alles umwerfen. So. Und das ist auch vollkommen normal. Aber damit musst du halt dann auch rechnen und umgehen können, dass halt eben manche Aussagen am Ende völlig widerlegt werden von eigenen Taten auch, ne? Ja, dennoch, kommen wir zurück zum Kern. Ich war erstmal total überrascht, wie offen die da auch alles gezeigt haben. Gerade so eigentlich The Secret Werder. So offen, also. Wahnsinn, auch die Gespräche. Anfang Baumann und Fritz, die da saßen und Anfang eigentlich eher Baumann richtig auch mal nochmal Druck gemacht hat und dann auch gesagt hat, ja, wenn man den und den Spielern alles abgibt, dann kommt er mir nicht zu mir. So, ich bade es ja im Prinzip aus. Also ich bin dann der, ne, der das Material nur so bekommt. Und fand ich total spannend. Gerade der eine Punkt auch relativ am Anfang noch, wo Mitchell Weiser dann zu uns gekommen ist und man wirklich gesagt hat, es gibt vier Parteien, Trainer, Fritz, Baumann und noch irgendwer. Und wenn einer von denen praktisch sagt, nein, den Spieler, da habe ich gut, schlechtes Gefühl, kommt dieser nicht. Also alle müssen zustimmen, dann kommt der Spieler. Und dann das Geilste zu sehen eigentlich, wie die wirklich dann da an diesem Tisch saßen und über den Spieler gesprochen haben und dann wirklich so hier der PC aufging und wie praktisch, wenn wir auch im Talk hier oder bei Livestreams auf einmal irgendwelche Seiten aufmachen und Informationen zum Spieler raussuchen. Da haut er da ein paar Sachen raus und dann seine beste Zeit war ja bei Hertha und hat er zuletzt nicht mehr gespielt und so, wo du einfach sagst, ja, genau das machst du ja auch als Fan. Ne? Du guckst ja beim Spieler, suchst, wo waren die besten Zeiten, wie hat er zuletzt gespielt und so weiter und so fort. Natürlich haben die vielleicht auch nochmal mehr Seiten. Das ist ja auch, also das ist ja auch ein Fakt, dass es das Bundesligisten so eine Art, ja, ich sag mal, ich weiß nicht, ob App oder Seite, aber die haben halt eine Plattform, wo die nochmal mehr Werte und so weiter sehen können, was ja sehr, sehr geil auch ist. Und dann, wie trocken aber auch Markus Anfang Mitchell Weiser angerufen hat und die das Telefonat auch noch zeigen. Und dann fand ich es total witzig, wie die halt vorher noch gesagt haben, seine Bestzeit hat er ja auch in Hertha und so, ne? Und dann am Telefon ist er so und sagt dann, ja, also klar, über deine Qualitäten brauchen wir ja nicht reden, ne? Wo du so dann denkst, krass, wie das auch, dieser Schalter geht dann um und dann zack, 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 professionell und cool, ne? Einfach cool, diese Einblicke so zu sehen. Auch wie offen die das gezeigt haben, war ich wahnsinnig begeistert von. Füllkrug-Situation total interessant, der sowieso in einem Loch gesteckt hat, der im Prinzip auch dann so Gecke halber auch gesagt hat, hier, ich bin wieder fit, schreibt es bei Transfermarkt, schickt es zu Bild, Lücke kann wechseln, so nach dem Motto, ne? Als eben Duxch kam und auch eingeschlagen ist, wie weiß ich nicht, aber auch was daraus wurde, dieses Respektvolle ja auch, wo er wusste, okay, wenn Marvin Duxch kommt, dann wird er erstmal gesetzt sein und ist auch mega eingeschlagen, aber dann auch zu diesen, ich sag mal schon, Freunden, freundschaftlichen Doppelsturm, du, was dann am Ende funktioniert. Klar, jetzt ist man nach den vier Folgen, ist man halt gerade bei den ersten Spielen von Ole Werner.
Also Folge 3 ist halt der Impfskandal, 4 ist dann halt Ole Werner so. Und ich denke mal, 5 und 6 wird natürlich dann der Aufstiegskampf sein. Vielleicht dann auch am Ende das Fazit. Aber ja, da kommen wir dann nächste Woche zu. Dennoch muss ich auch sagen, dass gerade dann in der Folge 3, wo dann dieser Impfskandal auch war, hast du den durch die Doku auch hier nochmal mit anderen Augen gesehen. Du hast die Enttäuschung bei vielen Spielern gesehen, bei Mannschaftsärzten und so weiter, wie schwer das auch saß, dieser Schock, diese Lüge. Aber du hast eben auch einen Markus Anfang gesehen, der dann klar kommuniziert hat, oder jetzt seine eigene Aussage, ohne die werten zu wollen, hat er ja gesagt, ich habe diesen Impfpass oder diese Nummer gemacht, weil mein Gedanke war, wie kannst du weiter Werder Trainer bleiben? Ich möchte Trainer bei Werder Bremen bleiben, bei diesem großen Club und bla bla bla. Hat aber nicht darüber nachgedacht gehabt, was das für Folgen oder Konsequenzen oder wen er da jetzt anlügt. Und genauso hat das ja auch gewirkt damals. Einfach nicht weit gedacht, ne? Das muss man ja auch so sagen. Das war aber ja auch noch schlecht gefälscht, muss man ja dazu sagen. Es waren ja Termine, wo er hätte gar nicht da sein können. Also ihr versteht, was ich meine. Aber das so von ihm zu hören. Und diese Einblicke auch zu hören, das ist einfach auch Gänsehaut gewesen. Und auch es wird immer wieder auch öfters betont, dass halt diesen Grundstein für das Ganze, dieses System und so, das hat Markus Anfang gebildet. Und das stimmt ja auch, das ist ja auch so. Er hat auch nun mal eine viel, viel schwierigere Situation im Sommer gehabt als Ole Werner. Markus Anfang hat eine Situation, und die wird ganz, ganz, ganz klar in den ersten ein, zwei Folgen, wo du halt merkst, alles klar, da wusste niemand, wer bleibt. Kommt überhaupt noch jemand? Mit wem kann ich beim Training zählen? Auf wen kann ich zählen? Und welche Formation und so weiter kann ich spielen? So, weil du, wenn du am Ende nicht weißt, mit wem du planen sollst, ist natürlich auch schwierig, Formation und so weiter zu machen, ne? Und dann hast du halt einen Ole Werner, der diese Grundlage übernehmen konnte und eben auch schon einen gewissen Teil gesetzt war und darauf weiter aufbauen konnte. Plus er wusste, diese Spieler bleiben bis zum Ende der Saison. Das war natürlich ein Riesenvorteil. Und fand ich total cool. Auch richtig geil, wo ich richtig begeistert war, war der Moment, nachdem Max Anfang weg war und Zenkovic dann da wirklich stand und in der Nacht nur 3 Stunden gepennt hatte und dann offen auch zu den Jungs gesagt hat, du musst, glaube ich, ehrlich sein. Die sagen ja. Und er sagt dann einfach, ich habe eigentlich gar keinen Bock hier zu stehen. Und ich dachte mir so, Digga, wie geil, wie offen, wie ehrlich, wie der das raushaut und so. Einfach krass, wirklich einfach krass. Vor allen Dingen war das ja das Spiel, da war ich ja selber im Stadion. Gegen Schalke bin ich ja hingefahren, habe das ja auch im Auto erfahren. Ich damals dann auch das Video gemacht gehabt, der eine oder andere wird sich erinnern, dass Markus einfach eben entlassen worden ist. Ich hatte dann die Nachricht auch noch aufs Handy bekommen und wusste selber gar nicht, okay, findet auch das Spiel heute Abend statt, so weiß ja alles erstmal nicht. Auch wenn natürlich so vom logischen Denken klar findet das Spiel statt, aber in dem Moment bist du halt erstmal. Ja, muss das ja auch erstmal alles einschätzen, ne, und verarbeiten. Aber ja, das war schon krass. Ich kann am Ende nur sagen, die Werder-Doku bis hierhin hat unfassbar Freude gemacht, bringt Einblicke, die du so niemals siehst, bringt ein neues Bild der einzelnen Personen für jeden, glaube ich, macht diesen Werder-Aufstieg noch mal interessanter, noch mal geiler gefühlt, weil du auch irgendwo weißt, wie es endet. Und ja, ich glaube, ich würde es vom Kopf her auch irgendwie so verpacken, dieses, ja, okay, ist wie wenn du ins Kino gehst, ne? Hast dann da die Summe, aber kriegst halt auch das und das dafür. Heißt dann, nächste Woche kommen die nächsten 2 Folgen. Das heißt, wenn ihr nächste Woche das Abo abschließt, könnt ihr alle Folgen auf einmal gucken. Und jetzt noch so ein Punkt, den man dazu ja erwähnen muss, ist, ihr müsst praktisch DAZN sowieso haben, wenn ihr alle Werder-Spiele gucken wollt. Das ist ja nun mal leider so. Also ihr wisst, ich bin kein Fan von diesen 100 Plattformen, die man braucht, aber am Ende ist mir praktisch Werder auch ja einfach wichtiger. Ich will alle Spiele gucken können auch. Also auch unabhängig davon, dass ich ja YouTube hier mache mittlerweile und das auch streame, aber auch vorher habe ich das ja gehabt und ich muss einfach jedes Werder-Spiel gucken. Ich weiß, wie es bei euch so ist. Aber deswegen brauchte man halt eh DAZN und dann sage ich auch offen und ehrlich, finde ich es gut, dass Werder DAZN genommen hat als Partner, also für diese Doku, denn auch Werder weiß ja, okay, freitags und sonntags die Spiele der Bundesliga werden alle auf DAZN gezeigt. Das heißt, ein Großteil der Fans, die eben die Werder-Spiele gucken, haben DAZN. So, und das ist natürlich eine gute Sache, ne? Das ist eine gute Sache.
Da gibt's, fände ich es jetzt schlimmer, wenn irgendein Anbieter jetzt gekommen wäre, den man gar nicht hat oder wo man so gar nichts, den man gar nicht brauchen würde für Werder und nur deswegen das dann machen müsste. Das wäre halt scheiße, ne? Ja, das ist erstmal so mein Zwischenfazit. Jetzt gibt es die Nachricht aus Amerika, die mich gestern ereilt hat. Ich möchte aber gerne, dass ihr auch nochmal reinschreibt, wie ihr das alles so fandet. Das waren jetzt nur so meine ersten Eindrücke. Nächste Woche dann mehr. Da werde ich, glaube ich, dann auch mir einen Talk-Partner zu suchen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ja, jetzt haben wir hier die Nachricht. Gruß aus Amerika. Hallo, Real Nico. Ich wollte mich nur mal kurz melden, um mich bei dir zu bedanken. Als aller stets entschuldige. Rechtschreib- und Buchstabierungsfehler. Ich kann Deutsch sprechen und verstehen, aber das Schreiben fällt mir sehr schwer. Ich bin 58 Jahre alt und wohne seit 1978 in den USA. In 1972 bin ich Werder-Fan geworden und bin natürlich heute noch einer. Erstmal sehr, sehr stark, muss man sagen. Es war ziemlich schwer, in den ersten 20 Jahren den Verein zu verfolgen. Ist aber natürlich heute ein Kinderspiel. Das stimmt wohl. Was mir bis jetzt gefehlt hat, war ein Fanclub hier zu Hause. Ich wohne in Michigan und es gibt hier genau einen Werder-Fan und der ist ich. Auch gleich. Der YouTube-Kanal ist das nächstbeste. Ich schalte so oft wie möglich ein, um eine echte, gefühlvolle und begeisternde Reportage von einem echten, unbeeinflussten Fan zu hören. Stammtisch, Live-Spiel-Kommentar, Transfer- und Trainingsberichte, alles erste Klasse. Ich kann hier alle Werder-Spiele live sehen und bin sogar mehrmals in den letzten paar Jahren ins Weserstadion gewesen. Mir ist es noch nicht gelungen, deinen Live-Kommentar und das Spiel zu synchronisieren. Dein Kanal verbindet mich noch enger zu meinem Verein und auch nach Deutschland. Mach bitte weiter so, lebensnahe Grüße, dein Fan. Ich habe deinen Namen geskippt und auch oben die E-Mail geskippt, weil das ja, es ist ja auch privat so, ne? Aber er heißt Tom mit Vornamen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Erstmal ganz liebe Grüße gehen raus an Tom für die netten, netten Worte. Hashtag auch Ehrentom in die Kommentare. Ich freue mich total und ich möchte euch damit einfach nur zeigen, so Nachrichten kriege ich häufiger aus überall. So, und das ist jetzt jemand aus Michigan, der nochmal viel, viel länger auch Werder-Fan ist als ich. Und das ist das, was diesen Kanal ausmacht. Das ist das, worum es auch geht. Egal, wo man wohnt, dass wir alle zusammenkommen können und Werder schauen können. So, und davon lebt dieser Kanal, von der Community. Das ist das, was ich immer wieder sage, warum ich auch immer wieder die Community voll mit einbeziehe, weil es halt immer noch ein Kanal ist, wo es halt um Meinungen geht, von Fans für Fans sozusagen. Und ich werde mich nie hinstellen und sagen, ich bin hier der Übel-Experte und gebe euch hier die, weiß ich nicht, was für Infos aus größter Experten oder so, sondern es sind einfach meine Meinungen zu den aktuellen Dingen immer aus der Sicht eines auch Fans. So, ich bin ja nichts anderes als ihr auch, versteht ihr? Und das wollte ich einfach damit nochmal sagen und zeigen, dass, wie cool ich das auch finde. Und das ist auch mein tiefsten Respekt. Von da aus dann immer noch, wer da so zu beobachten, ist ja auch einfach geil, ne? Ich glaube, finden wir alle cool. Und ja, wenn da Leute vielleicht auch in Amerika wohnen oder so, meldet euch gerne, verknüpft euch, wie auch immer. Um die Spiele zu synchronisieren, habe ich ja vor einiger Zeit es gemacht, dass ich hier dann auch immer die Zeit abspielen habe. Also ihr seht dann immer bei Spieltagen auch die Zeit ist halt eingeblendet, um eben das auch euch leichter zu machen, wo ich dann immer genau bin. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend wieder beim Stammtisch um 18 Uhr. Ich bin jetzt erstmal raus. Bis dahin, euer Nico und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, ciao, ciao.